Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege News. Die heutigen Themen: Map Rotation in der Casual Playlist, das neue Season Update und das Halloween Event. Und diesmal auch wieder am Start Chris. Zurzeit umfasst das Spiel ganze 22 Karten, 12 davon im Ranked-Modus, 14 davon in der Casual-Playlist. Damit es für neue Spieler allerdings nicht so viele Karten auf einmal im Spiel sind, hat man sich gesagt, dass es zum Beginn der neuen Season und zur Mitte einer Season jeweils eine Map-Rotation geben wird. Das bedeutet, dass bei der nächsten Map-Rotation 4 Karten hinzugefügt werden und 4 Karten wieder verschwinden werden. Beim nächsten Update werden die Maps Wolkenkratzer, Herford-Basis, Chalet und Festung entfernt, dafür kommen hinzu Haus, Präsidentenflugzeug, Verräter und Turm. Ich gebe weiter zu Chris. Hey. So, kommen wir nun zu den Season Updates. Wir fangen direkt an mit Twitch, der beliebtesten und erfolgreichsten Angreiferin. Genau, das ist auch halt der Grund, warum die Kapazität ihrer Farmers von 30 Schuss auf 24 Schuss gesenkt wird. Ganz anders verhält es sich bei Warden. Der nämlich wird von einem Rüstungs 1 Operator und einem Geschwindigkeits 3 Operator zu einem Rüstung 2 und Geschwindigkeits 2 Operator verändert. Man will einfach halt seine Pickrate damit erhöhen. Und bei Glass wird die Schussrate seiner OTS-03 von 285 Schuss auf die Minute auf 380 Schuss die Minute erhöht. Eine weitere Änderung bezieht sich auf Jekyll, die aber mit diesem Update noch nicht umgesetzt wird. Und zwar geht es um die Farben seiner Fußabdrücke, also der Fußabdrücke der Gegner, die er scannen kann. Die gibt nämlich demnächst auch Auskunft, wie oft der Ping angezeigt wird. Jetzt muss ich auf die Tafel hier gucken. Rot wären ja 0 bis 15 Sekunden alte Fußabdrücke, die erzeugen 4 Pings. Danach kommt Gelb, 16 bis 30 Sekunden, die geben 3 Pings. Dann kommen Grün, 31 bis 60 Sekunden, 2 Pings. Und zum Schluss Blau, 61 bis 90 Sekunden alt und es gibt 1 Ping. Yay! Ein Daumen hoch von Mario bekommen. Ein Daumen sieht man immer noch nicht. Jetzt sieht man ihn. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Halloween-Event, das seit dem 23. Oktober anläuft und es trägt den Titel Doctor's Curse. Gespielt wird auf einer überarbeiteten Version von Themenpark, das halt Halloween-gerecht gestartet wurde. Und der Modus trägt den Titel Hide and Seek. Die Verteidiger, also 5 Verteidiger, müssen sich vor 5 Angreifern verstecken. Und die Verteidiger sind halt Kapka, Smoke, Legion, Ella und Frost. Und haben keine Waffen außer ihren Gadgets. Und die Angreifer sind also 5 Rekruten mit den Fähigkeiten von Puls, Lion und Jekyll. Und die sind nur bewaffnet mit Sledgehammern und halt den Fähigkeiten der 3 genannten Operator. Das Halloween-Event geht dieses Mal 2 Wochen lang. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, wieder ordentlich mit Rainbow Six Credits oder auch den Rainbow Six Renown, wie auch immer man sie nennen mag, ordentlich wieder in Halloween-Packs bzw. Event-Packs zu investieren. Dazu braucht ihr lediglich für ein einziges Pack 12.500 Renown. Das heißt, wenn ihr alle Packs besitzen wollt, braucht ihr stolze 350.000 Renown-Punkte. Das ist ja gar nichts. Ha. So, das war's mal wieder mit einer neuen Folge Rainbow Six Siege News. Hinterlasst gerne einen Kommentar ganz unten unter der Videobeschreibung zur Bewertung des Videos. Dann habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Es geht hier bald weiter mit einer neuen Vlog-Reihe, genau, über die USA-Reise, die wir unternommen haben vor ein paar Wochen. Juhu! Wird bald geschnitten und wird bald hochgeladen. Ansonsten viel Spaß auf unserem Kanal, weiter auf YouTube und bis dahin, ciao! Wieso mache ich jetzt eigentlich jedes Mal dieses... Woher kommt das? Das macht doch alle. Das ist heiter. Das machen alle YouTuber. Haben die erfolgreich. Schwach! Okay, das war's. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die 2 Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.
Schwachsinn! Lass mich! Oh mein Gott!